Und damit hallo und herzlich willkommen zurück und es geht in DFB-Pokal. Wir machen erstmal hier bis zum Pokal. Dann müssen wir in die Mannschaftsaufstellung, denn wir haben ja Sauer, den habe ich total vergessen. Da haben wir ein bisschen Haue für gekriegt, was völlig zu Recht so ist. Rechter Verteidiger. Sauer, Becker, das ist natürlich, die sind beide, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und ich würde Sauer sogar bevorzugen. Sehr schön. Ja, möchten wir speichern. Jetzt haben wir Sauer auch drin, ne? Der hat jetzt sein Debüt. Nein, möchten wir nicht. Vielleicht sollten wir auch da mal speichern. Das wäre vielleicht ganz gut. Letzte Chance. Besteht eine Chance, dass ich Burger... Na komm, wir nehmen Burger mal mit. Ausgerechnet im Pokalspiel. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich würde sagen, wir gehen da auch gleich hin. Wie gesagt, ich sollte zwischendurch jetzt auch mal irgendwann speichern, dass da kein Problem sind aus dem Pokalspiel. Machen wir noch mal, verlieren wir, das gehört halt dazu. Und jetzt müssen wir Burger mal gucken. Wo ist denn der Gute? Der will mal spielen, was verständlich ist. Ja, komm. Du kommst mal für ihn mit. Das passt. Und dann, here we go. Ja, DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Mal gucken, wie weit wir kommen. Erziele Tore und Duell gegen Torhüter. Okay. Ach, jetzt darf ich nicht doppelt schießen. Das ist ja doof. Sonst immer doppelt. Und jetzt Einfachschuss. Und das will ich immer so haben. Ich will immer Einfachschuss haben. Ich will Doppelschuss nicht haben. Ups. Okay, gut gemacht. Schade. Wow, den haben wir aber richtig zerfetzt. Der ging richtig rüber. Ja, exzellent. Ist okay, über 10.000, das passt schon. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt. So, ich bin ruhig und genießt die Einleitung. Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Für beide natürlich die große Chance, Wolf. Beide wollen eine Runde weiterkommen. Einfach wird das nicht. Ein offenes Duell. Alles möglich. Und von daher glaube ich, es wird eine spannende Partie. Da sehen wir die Aufstellung. So spielt der Gastgeber heute. Klassisch sieht das aus, Ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Ah, ich habe Proschwitz wieder vergessen hochzusetzen. Proschwitz. Was ist das für eine tolle Atmosphäre in diesem wunderschönen Stadion? Was willst du eigentlich mehr, Buschi? Absolut gigantisch und da hat man natürlich auch als Kommentator viel Spaß. Und los geht's hier also im deutschen Pokal. Jetzt zählt nur noch auf dem Platz, Buschi. Könnte ein echter Pokalfight werden, Wolf. Mal sehen, wie sie ins Spiel kommen. Ah, ich glaube, das war das Gutpacken. Ne? Gefährlich! Tja, wo ist die Lücke? Chance lebt noch!
Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Sauber vom Ball getrennt hier. Gibt Einwurf. Und heute feiert der neue Defensivspieler sein Debüt bei Ihnen. Und zu dieser Verpflichtung können wir Sie nur beglückwünschen. Dankeschön, Dankeschön. Da ist Platz. Ist noch nicht auf dem Platz. Andreas Geipel. Kommt noch. Das also, dürfte eine Karte geben. Wenn er so geben. Hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Definitiv der richtig. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb. Vertretbar, Buschi? Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Ja, das ist ja nicht zu übersehen. Der hadert so ein wenig mit dieser Entscheidung. Diese gelbe Karte gefällt ihm nicht. Sie war unnötig. Sie war definitiv unnötig. Hier und 30 Meter zum Tor. Das wird Abschluss geben jetzt. Ciro Immobile ist zu Manchester United gewechselt und verlässt Lazio Rom. Ja, warum zeigen die das hier drin? Das also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Ist ja nicht mal ein Spieler, der hier in der Liga spielt, logischerweise. Also völlig sinnfrei. Da verlieren sie den Ball. Martinez. Jetzt ist es gefährlich. Das macht er gut. Er kommt noch an den Ball. Ja, das ist kein Selbstläufer hier. Ecke kommt in die Mitte. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Das war knapp. Wäre fast ein Eckball gewesen. Einwurf. Federico Palacios Martinez. Abseits. Ist wohl einen Tick zu früh gestartet. Okay. Ja, ja, ja. Doch deutlich. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Sieht gefährlich aus. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Kein Problem hier mit diesem hätte auch ein Elfer werden können. Harmlosen Ball. Gut geklärt, aber Einwurf. Ah. Ich sag's mal so. Es gibt den nächsten Einwurf. So richtig zufrieden sind wir da nicht. Sauer. Doch, Sauer spielt doch schon von Anfang an. Ja, könnte was werden. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Roschwitz. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht. Beide da Seiten ihre tollen Ergebnisse. Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Der wäre auch drin gewesen. Also beide Seiten hier top. Sehr schön. So. So, Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. So, alles auf Angriff. Klasse Pass. Kommt jetzt die Flanke. Macht er gut.
Ballverlust. Den Ball holt er, gut verteidigt. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Auf den Geh doch Flügel da zurück, jetzt Mann. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Tja, das war keine gute Flanke. Ja, sie können erstmal klären. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Hey, ich dachte, wir haben Einwurf. Ich hätte schwören Salah. Können. Ah, tick zu weit. Oh, was für eine Parade. Klasse Pass. Gute Chance. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Sehr schön. Haha. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Puh. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ein hartes Spiel, aber es könnte eine positive Wendung hier nehmen. Erstes Tor natürlich im DFB-Pokal. Immerhin. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Na, schon 36 Minuten. Das ist okay. Ballverlust. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Super dieses Zuspiel. Gefährlich! Da passt der Torhüter auf. Das finde ich cool mit den Hingrätschen. Das wiederum finde ich cool, dass man das kann. Fast das 2-0. Unglaublich. Der Torwart verhindert hier den Treffer. Noch Regen. Der Ball kommt rein. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Aber ich glaube, es sind alle müde. Ich glaube, das ist das große Problem. Super durchgesetzt. Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Hier wird Druck ausgeübt. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Tolles Zuspiel. Kann er was draus machen? Den Ball hat er. Ah, Mann, ey. Da wäre mehr möglich gewesen. Gut gemacht. Gutes Deckling. Junge. Der ein Tor. Der stellt sich nicht so gut an. Eins gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nach diesen ersten 45 Minuten noch keinen späteren Sieger ausmachen. Ja, da muss man generell vorsichtig sein, aber natürlich ganz besonders in so einem engen Spiel. Chance absolut gleich für beide. Gibt es eigentlich eine richtige Auslosung? Das wäre cool, oder wird einfach nur angezeigt beim Pokal? So, und jetzt müssen wir hier handeln. Brügge wollte spielen. Und komm, Taka, wollen wir ihn wirklich? Komm, der darf hier hin. Wir schwächen uns massiv, aber das ist okay, dafür sind sie frisch. Die zweite Hälfte läuft in diesem deutschen Pokalspiel. Und wir sind gespannt, ob die Partie ähnlich weitergeht. Ja, das stimmt. Das bin ich auch. Den Gelbsünder habe ich vergessen. Sieht gefährlich aus. Und jetzt die Chance.
Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Da verlieren sie den Ball. Marc Leis. Ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Jetzt ist es gefährlich. Super Pass. Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Nein. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Das wäre sicher gewesen. Hingehechtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Der hätte drin sein müssen. Junge, 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 mit der Nummer 30. Ecke kommt rein. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Ja, warum auch keine Wiederholung? Der ist ungefähr 6 Meter daneben geflogen. Das ist Schwachsinn, da eine Wiederholung zu machen. Er sieht müde aus. Vielleicht wäre jetzt ein Wechsel sinnvoll. Sauer. Orhan Ademi. Fängt diesen Ball ab. Ja, es ist ein Tor halt. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Das ist zu wenig. Gute Aktion. Macht er gut. Sie verlieren den Ball. Ein Gegentor und wir hängen wieder hinten dran. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ach komm. Ein wirklich hartes Spiel. Oh, da müssen wir aufpassen. Geipel. Der hat schon gelb. Und da ist der Ball wieder weg. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, energischer Vorstoß. Jetzt vielleicht. Und Mann, zu früh. Fest. Das ist doof. Der hätte drin sein müssen. Federico Palacios Martinez. Okay, die können natürlich nicht wechseln. Das ist so ein bisschen den ihr Problem gerade. Ja, mit viel Übersicht. Ja, könnte was werden. Der Ball, das gibt's doch nicht, Mann. Zweimal in ein Spiel. Auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Super Pass, Ball kommt an. Sebastian Stolze. Elfmeter. Und er gibt Elfmeter. Never ever. Und ich will Videobeweis. Elfmeter, ganz klare Nummer. Und da hat er sogar noch Glück. Er ist schon mit Gelb vorbelastet, aber darf tatsächlich weiterspielen. Okay. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Der geht rein. Vielleicht läuft es dann ja besser. Schade, wir fliegen aus dem Pokal raus. Wir sollen ihn so... Nein, da ist Mann! Sehr gut gemacht. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt, wie blitzschnell diese Keeper reagieren können und selbst richtig gut geschossene Elfmeter. Oh, ich wusste es nicht, so leicht schräg hoch oder richtig in die Ecke. Ausgeguckt und klasse reagiert. Krass, krass, auf jeden Fall. Jetzt kommt die Ecke. Die Chance. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Luft anhalten. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sieht gefährlich aus. Stark gearbeitet hier. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Weg ist der Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Da hätte er für etwas klarer, das wäre so sicher gewesen. Können. Aber Leute, im entscheidenden Moment verlässt es ihn. Und so ist es nichts mit der Vorentscheidung. Alter Verwalter. 10 Minuten.
Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Sie kriegen den Einwurf. Gute Aktion. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Okay. Gute Aktion. Sitz. Wird das die Entscheidung? Mann, Junge! Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Bürger, es ist Bürger. Leute, Leute, das ist ein Krimi. Immer wieder schüttelt er da den Kopf. Kein Tor, unfassbar. Kein Tor in dieser Szene. Da kriegst du ein Herzklabaster. Ja. Da kriegst du wirklich ein Herzklabaster. Das ist unglaublich. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Und es gibt natürlich Einwurf. Die Zeit spielt für uns, definitiv. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Macht er gut. Wenn er das so hingeht, ist das hier die Entscheidung. Chance lebt noch. Alter Falter, was für ein Spiel. Und jetzt nur den Ball hier halten. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Verdammt. Sebastian Nachreiner. Wir brauchen den Ball. Und damit ist der Ball weg. Nach wie vor ist alles und hier jetzt möglich. Ich hier noch mal. Da pfeift er in die Torschuss weg. Sieg die durch das Abseits. Ja, hier hat der Unparteiische auf Abseits entschieden. Das war eine ganz enge Kiste. Das hat uns geholfen. Und somit ist das Spiel entschieden. Ja! Und jetzt ist es vorbei. 1:0 der Endstand. Sie sind der Sieger dieser Partie. Glückwunsch. Gute Leistung heute. Wirklich ein verdienter Sieg. Bin ich bei dir. Leistungsgerecht das Ganze. Vielleicht wollten sie den Sieg sogar ein bisschen mehr. So hat sich das zumindest angefühlt. Sehr schön. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Na gut, dein ist noch ein weiter Weg. Ein einziges Tor. Was wir uns hart erarbeitet haben, hat hier den Ausschlag gegeben. Ja, die verdiente gelbe Karte. Ist Pokal, da können wir uns das mal angucken. Zumindest bis zum Tor. Das macht er gut. Hier haben wir verteidigen müssen. Also er das kommt noch an den Ball. War schon hart. Einen Elfmeter haben wir gehalten. Also es war ein hartes Spiel und es war mehr als auf Messerschneide. Es war mehr als auf der Kippe der Sieg. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Roschwitz. Das ist das entscheidende Tor. Aber der Keeper oder? Ist da nee. Mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Das ist es. Das Klasse ist die Pass. Szene. Gute Chance. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, so ähnlich sah ich aus. Super dieses Zuspiel. Gefährlich. Da passt der Torhüter auf. Super Pass. Ah, da, die Lattentreffer, die waren mies. Das war auch eine gute Aktion. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Der Torwart ist schon außen. Hingehechtet. Der hätte drin sein müssen. Von Piori oder wie der heißt. Vielleicht kommt der Elfmeter. Ecke kommt rein. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Ja, von den Spielern Demi bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Hier haben wir gehalten. Sensationell. Das war die entscheidende Szene eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Elfmeterschießen vorher hätten ausschließen können. Und jetzt die Chance. Da.
passt schon, komm. Wir haben das Wichtigste gesehen. Also, wow. Das Interview nehmen wir mit. Wieder eine sehr lange Folge, ne? Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, bitte. So kurz nach dem Spiel. Bitte, bitte, gern geschehen. Beim ersten Spiel für Braunschweig eine tolle Leistung geliefert. Wie haben Sie sein starkes Debüt gesehen? Er kann noch mehr. Jetzt sieht wohl jeder. Mhm. Ja, wir wollen keinen Unterschied in Rom machen, wenn er weitermacht. Hier auf Jahre hinaus Topmann werden. Okay. Mit dem Sieg stehen sie in der nächsten Runde. Können sie den Titel holen? Das ist unrealistisch. Was für eine Frage. Auf jeden Fall. Das liegt allein an uns. Oder die Frage... Ja, die Frage kommt zu früh. Das wirkt sich sogar auf die Spieler aus. Aha. Es war viel zu früh. Also ich bitte dich. Vor der Pause. Naja... Relativ. Also so klar war das alles nicht. Ich konzentriere mich auf nächstes Spiel. Wir waren besser. Wir hätten das Spiel entscheiden müssen. Na, nee. Aber die Moral sinkt immer ziemlich schnell, oder? Das ist ein Spiel und man muss wieder von vorne anfangen. Das ist ja auch nicht realistisch. Das war's auch schon. Vielen Dank. Wuhu! So, erstmal mal weiter. Wir sind in der Tabelle im Übrigen, in der Bundesliga erstmal. In der Bundesliga-Tabelle, in der dritten Liga-Tabelle, Entschuldigung, sind wir Tabellenzweiter. Warum er das so anzeigt, ich weiß nicht. Ich sag dazu nichts. Natürlich will man auch nach vorne schauen, aber gut, wahrscheinlich so im Studio und die gucken nur nach hinten. Vergangenheit, Vergangenheit, was alles toll war. Und ich bin jemand, der gerne nach vorne schaut und sagt, das kann ich noch erlangen, das kann ich noch kriegen. Ist eine Charakterfrage. Ich bin eher so, die sind scheinbar so, ohne es böse zu meinen, aber es ist total unlogisch, warum es auf den zweiten gerichtet ist und nicht auf den ersten, wenn ich Zweiter bin. Also, naja. Na gut, sei es drum. Also, da sind wir. Wir haben aber nicht die meisten. Also, Kaiserslautern hat 11 Tore geschossen. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also, das ist wirklich krass. Und wir sind vor Duisburg. Wir können ja nochmal in einen anderen Wettbewerb gehen in DFB-Pokal. Mal gucken, wie es hier überhaupt ausgegangen ist. Würde mich ja mal wirklich interessieren. Und dann sehen wir, wir haben 1-0 gewonnen gegen Regensburg. Hannover hat gegen Duisburg 2-1 gewonnen. Eigentlich schwach. Duisburg ist in der dritten Liga. Darmstadt zieht Hansa ab mit 4-0. Großersbach, wow, wo das auch mal liegt, hat Dresden abgezogen. Ich glaube, das dürfte eine kleine Überraschung sein. Osnabrück verliert gegen Bochum, das ist okay. Nürnberg gegen Sandhausen ist, glaube ich, auch okay. Und den Rest müssen wir mal gucken. Wo sind denn die Bayern, bitte? Wo sind die Bayern, wenn man sie sehen will? Nun ja. So, da ist dann der neue Spieltag am Sonntag. Ah, Uerdingen hat verloren. Wir können mit einem einfachen Sieg Tabellenführer werden. Jetzt ist auf Platz 3 gestellt. Das ist das, was ich meine. Ist total bescheuert. Es kann doch immer noch auf 1 sein. Es interessiert mich doch nicht, was hinter mir ist, sondern was vor mir ist. Es wird immer komplizierter alles gemacht, als es notwendig ist. Ja, mit einem einfachen Sieg wären wir Tabellenführer. Mit einem Unentschieden wären wir immerhin vor Ingolstadt wieder und mit einer Niederlage sind wir definitiv, ja, bestenfalls, dann kommt es auf die Niederlage an, bestenfalls Dritter, schlechtestenfalls könnten wir aber auch Fünfter sein. Also es ist mega spannend, wie man sieht, da ist keine Langeweile, wir sollten jetzt aber mal die E-Mails lesen, da sind E-Mails gekommen, weil wir so beliebt sind. Preisgeld haben wir bekommen. Und Scouting. Geschwindigkeit, Position. Ja gut, da kümmern wir uns jetzt nicht so drum. Ah. Wenn du mal viel genommen hast. Setze dich nicht zu sehr unter Druck. Komm, passt schon. Ja, ich würde sagen, einfach mal Folgenende passt und in der nächsten Folge sind wir dann, ja, wir spielen gegen Lautern. Die sind in der Tabelle,
Die sind in der Tabelle schon ein bisschen weiter unten. Da, die sind Elfter. Also die sollten wir besiegen können mit vielleicht ein, zwei Toren Vorsprung. Wenn es gut läuft, vielleicht drei. Da müssen wir mal gucken, auf wie fit unsere Mannschaft ist. Sieht gut aus, außer unser Torhüter. Eine Sache wollte ich aber noch gucken. Mann, klick, klick, klick. Das wollte ich sehen. Ja, es ist knapp in der Meisterschaft, was das angeht, die Torschützen. Müssen wir mal gucken. Gut, ich sage danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge dann. Und ciao mit V.